Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Nach der gestrigen Nullnummer mit null Fisch, richtige Katastrophe, geht's heute wieder los ans Wasser. Und hoffen, dass die heute wieder einen so Appetit haben wie wir. Ziel ist es heute, dass jeder einen Fisch fängt, der schwerer ist wie er selbst. Ja, das wäre klasse. Wenn wir das schaffen, ne? Das wäre der Hammer. Brauch ein 45er. Spinnerspuren ähneln. Ist ja wie morgens am Markt, ne? Darf so ein bisschen mehr sein. Immer der. Wie früher beim Bäcker, wenn man sich Süßigkeiten gekauft hat. So, gut. Also hat schon einen Egerpack, Mike. Achso, ne, den noch nicht. Der kommt. Oh, platt eh geklemmt. Danke. Okay. Ein Doppelpack. Noppenblinker. Ultra geil. So, der Michael ist da hinten im Drill. Erster Biss hat moin. Das ist unheimlich schwer mit dieser braunen Brühe. Na, viel Fehlattacken. Der scheint auch nicht so klein zu sein. Mike, fragen wir, ob er Hilfe braucht. Ob er muss hinter den Baumstamm gehen. Das ist auch vom Sturm ein Baumstamm umgekippt. Ein Baum. Der liegt ein bisschen quer. Dann, ich habe ihm nicht schon ein bisschen helfen. Aber so klein scheint er doch nicht zu sein. Ja, da muss man Kapriolen machen. Da ist er. Ja, ja. Hängt sauber vorne drin. Auch 1,30 Meter, 1,40 Meter hat er. Lass man wieder schwimmen. So. Da geht er. Ja! Fisch Nummer 2 für den Michael heute. Sauber. Ja, innerhalb von 10 Minuten. Ja, 10 Minuten circa, ja. Ja. Wieder der Wechsel auf den neongelben. 65, ne? 65 Gramm Rassler mit Einzelhaken. Sauber. Lässt sich einwandfrei abhaken. Da ist er. Sauber. So, Sportsfreund. Schick die Mutti. Bis in 25 Jahren. Jawohl. Michael, was ist denn jetzt der Plan? Jetzt erstmal den Durst stillen und dann große Fische fangen. Weil kleine haben wir keine gefangen. Die müssen wir jetzt die großen fangen. Jawohl. Oder? Klingt nach Plan, ne? Das ist ein guter Plan. Prost. Besser? Ja, der ist besser. Oh ja. Oh ja, also guter. Den nehme ich mir. Oh ja. Oh ja. Ah, oh Gott. So, dann mal wieder. Ein guter Fisch. Also vom Baum weg. Ja, ja. Sagst du so einfach? Oh, wie das steht. Und wieder der Gelbe. Ja. Erster Wurf, ne, zweiter Wurf im Gelben. Ja. Braune Brühe kamen alle bitte nur auf Gelben. Oh ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der fertig ist. Ich weiß, ich kann den doch noch nicht einschätzen. Ja, ja. Oh, den bin ich nicht hochgekommen. Ja, ja. Ja, der ist da ordentlich. Ja, ist gut.
Der ist richtig ordentlich. Hoch. Ja, ja, nur langsam. Das muss einer von uns machen. Ja, ja. Nee, wenn er dann schon vorhin kommt, dann winkt er zu spitz. Ja, das geht noch. Wie der unten hält. Brutal, ne? Wenn da mal Gewicht dahinter ist. Das Gewicht hinter der Rute und vor der Rute. Da hast du ein gutes, hast du ein gutes Gegengewicht, ne? Ja, klar. Gehe ich ja gleich vorgreifen. Na, schauen wir mal, wie wir das machen. Lächeln. Und das ohne Yoga. Ja. Nur weißer Kopf und komplett rosa hinten, ne? Guck mal. Das heißt, da vorne kannst du stehen. Darfst nur nicht mehr Schritt mehr nach vorne machen. Dann bin ich dir sagen, Mike. 2,15. Der hat 2,15. Das krieg ich aus. Da ist er! Hammer. Petri! Hammer! Wird ein bisschen größer. Oh, geil! Da ist er! Hammerfisch! Geiler Monsterwaller! Jetzt haben wir Anche die ganze Zeit mit dem blanke Blinker gefischt. Der Michael hat 2 Bisse auf dem gelben, habe ich auch gewechselt auf gelb. Und dann haut der Hammer Fisch herein. Wahnsinn. Brutal. Sehr geil. Geil, geil, oh, geil. Hammer. Soll jeder sehen? Ja, ja. Wie du am Wasser stehst. So, keine 10 Minuten später, nach dem großen Fisch, kommt der kleine Bruder hinterher. Wieder auf den neongelben. Einwandfrei. Warte, ich hol ihn geschwind. Wow! Fisch! Fisch! Mittagspause sind wir jetzt noch keine 5 Minuten am Fischen und hat bei mir der Michael schon eingeschlagen. War kein großer Fisch, aber direkt Kontakt. Super! Der lässt die Kühle zu.
Ah, hier ist die Strömung so stark, da muss man immer mit zwei Mann handeln. Sauber! Petri! Danke! Oh! Oh! Ich am Arsch! Ja, aber gerade so. Aber gerade so. Voller Euphorie. Oh. Ja. Schon gesehen, ja. Oh, Biss, da ist er. Ja. Nee, aber egal. Ah, oh, endlich Kontakt. Hat auch lang genug gedauert. Ich hab nur was sehen. Hast du wirklich unterworfen, oder? Ja, ich hab da runter geworfen, aber hab mir erst dann gesehen. Später, ich hab schon vorher den Blinker geworfen. Ja. Sehr geil. Ja, das war jetzt wirklich überfällig. Sowas von. Da komm. Mach nass. Sauhund. Aber so schlecht ist er nicht. Ja. Einwandfrei. Oh, der hängt aber knapp, hä? Ja, ja. Brutal knapp. Guck mal. Aber oh, guck mal, schön rosa. Mhm. Sauber. Dickes Petri. Petri, Dank. So, ich muss mal ein bisschen den Standort wechseln. Der Mike und der Michael, die fischen hinter der Brücke. Die haben noch schon was gefangen. Ich bin hier quasi Innenkurve. So ein bisschen Kiesbank, aber es ist ziemlich schnelles Wasser, was mir nicht ganz so gefällt. Aber ich habe im Wasser gestanden bis zum Hintern und habe schon zwei Wälze gehabt, die mir ins Bein geschwommen sind. Jetzt verändere ich den Standpunkt und versuche durch diese 60, 70 cm Wasser zu ziehen. Ja, Tag 5, ne, glaube ich, haben wir heute. Ja, Tag 5 ist zu Ende. Nach gestern richtig maue Tour, eine Nullnummer geschoben, war heute der Tag wieder wirklich okay. Fast jeder Platz geliefert. Ja, ne, der erste, allererste nicht. Da haben wir schon gedacht, mein Gott, geht das so weiter. Aber ab dem zweiten Platz, ja, ne, hat es wirklich geklappt. Mehr Aktivität auf dem Wasser. Genau. Fische wollten beißen. Jawohl, ein paar Fische gefangen, heute Morgen 5 Stück, ne, 4 Stück und heute Abend 1. Ne? Ja. Ja, und der Mike hat noch richtig einen Kracher gefangen und wirklich Topfisch. Also wir hatten Action, also heute hat es echt gepasst. Vom Abend versprechen wir uns also ein bisschen mehr, der war eher die letzte Zeit schlecht, ne? Da war eher der Morgen besser wie der Abend. Ja. Ne? Aber so ist Angeln, ne? Und morgen greifen wir wieder an. Ne? Wir haben jetzt wirklich Pech gehabt mit Hochwasser. Das ging einen Meter hoch und wieder 50 cm hoch. Braun wie die, bla bla bla. Aber da haben wir auch gemerkt, dass wir unheimlich viele Fehlbisse hatten bei der richtig braunen Brühe. Aber man kann auch sagen, jetzt sind wir mal plus abgefahren, 10 Kilometer. Das Wasser ist nicht so braun wie weiter oben. Da sind gewisse Zuläufe, die bringen, wir haben Bäche, an denen wir immer vorbeifahren, die sind bis zum Rand voll, die hören gar nicht auf. Da läuft nur braune Brühe rein. Ja, aber das Gute, der Wasserpegel hat sich jetzt einigermaßen normalisiert, steigt nicht mehr.
Ja. Denkt mal, dass wir morgen auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück haben. Ja. Sonst waren immer richtige Schwankungen von 30, 40 Zentimeter am Tag. Jetzt haben wir heute Abend, ne, so plus minus 5 Zentimeter. Und Wasser ist also 30, 40 Zentimeter, teilweise sogar über 50 gefallen. Und morgen greifen wir richtig an. Nach ordentlich Ei und Baguette und ausgeschlafen. Und jetzt gibt es erstmal ordentlich Würstchen. Jetzt gibt's Würstchen. Wie 8 von 10 mal immer Würstchen. Aber passt, ne? Ja.